Hi Leute, hier ist wieder eine Player und willkommen zurück zu einem neuen Minecraft-Video. Genau, liebe Leute, und zwar ist das etwas Neues, was ich euch zeigen möchte. Und zwar ist das Special, was ich genau euch verraten habe. Und zwar ist es mein offizieller Server. Wie ihr hier drauf spielen könnt, dazu kommen wir erst am Ende. Also bleibt auf jeden Fall dran. Denn liebe Leute, hier spawnt man. Okay, Spawn ist nicht der Beste, aber ja, hier sind dann die Regeln, Leute. Die kann man sich dann durchlesen. Hier geht's zum Coins-Lagerraum und man kann hier rein, wenn man Mitglied ist oder höher. Nein. Hier gibt's dann einen Jump'n'Run und am Ende bekommt man dann eine Belohnung, wenn man dann hier drauf landet. Leute, ist es möglich. Es haben schon viele geschafft und haben Belohnungen bekommen. Und ja, liebe Leute, und hier ist Coins-Lagerraum. Es waren schon diese Spieler hier drin, bei der Beta-Version, sag ich mal. Und die haben hier schon eigentlich angefangen. Ja, Grüße gehen raus, die schon mitgemacht haben. Genau, hier kann man nur rein, wenn du VIP bist. Und der VIP-Bereich wird noch gebaut. Also, ja. Dahin kommen wir jetzt. Moonlight ist auch dabei. Das muss leider so bleiben. Ja, sie ist auch dabei. Genau. Und hier Leute, haben wir... Leute, doch mal die Tür kurz abbauen. Ja, dafür braucht so eine Axt. Schwein reinkommt, weil das soll ein Arbeiter von mir sein. Okay, und hier ist das Arbeitsamt. Genau, hier steht es ja. Und hier stehen die Läden, Leute, was man sein kann. Gerade gibt es einen Essensladen. Ich bin Essensarbeiter. Ja, und ja, das, dazu kommen wir gleich. Es gibt einen Backpack-Laden, also diese Schalker-Box-Laden. Dann noch Blöcke-Laden, weil gerade sind die Blöcke wirklich sehr teuer. Man könnte auch so reduzieren und so. So Packs machen. Dekoration-Laden, also Blumen und so weiter. Blöcke, andere. Pfeil-Laden, diese andere Pfeile kann man richtig gut verkaufen. Eier-Laden, diese Spawn-Eggs, ja. Tränke-Laden, kennt man ja. Und Bücherladen. Ja, Leute, Bücherladen. Und man könnte auch das hier machen. Nehmen, Lapis nehmen. Aber ich bin ja gerade in Creative, deswegen kann ich es auch so. Hier, da. Rein. Und dann bekomme ich zum Beispiel jetzt Stärke 1. So könnte man auch einen Buchladen machen. Man könnte alles machen. Und hier stehen die Löhne, sag ich mal. Der erste Mitarbeiter, also der am meisten oder am besten verkauft hat, bekommt 64 Coins, Leute. Der zweite bekommt 32 und der dritte bekommt 16. Das sieht gerade gut aus, glaube ich, für Moonlight. Und man darf keine Waffen- und Rüstungsläden haben, natürlich, weil, ja, es wäre unfair. Das ist so OP. Ja. Und jetzt, Leute. Zum Schaulaufen bleiben. Ein einzig wahrer Laden. Ja, hier sollte dann noch ein Schild hinkommen. Moonlights Essensladen oder so. Hier verkauft sie halt. Hier steht dann Preis und so. Es stellt natürlich der Besitzer ein. Tut die lediglichen Sachen rein. Und dann fragt er, wie viel es kostet. Zum Beispiel in der Party. Und dann sagt ja, blablablub, zum Beispiel 25 und du darfst so viele nehmen und so, blablablub, Angebote machen oder so, kann man auch machen, genau. Da entsteht bald noch ein Glücksspiel Dingenskirchen. Du dann, bleibst drin, hier Schwein, du bleibst hier drin. Okay. Hier ist eigentlich der richtige Shop. Ach du. Also, das war mal der Snow Kid. Snowman Kit? Nein, ach keine Ahnung. Snow Golem Kit, glaube ich, keine Ahnung. Hier gibt es die Kits, Leute, mit verschiedenen Waffen. Der Mörder Kit ist der beste. Mit dem Guardian Kit. Der Guardian Kit ist der hier. Dann kann man hier kaufen Grundstück für 3 Stacks. Dazu kommen wir auch gleich. VIP für 36 Stacks, Leute. Also das ganze Inventar voll. Blöcke und Gegenstände kosten 1. Und Werkzeug und sonstiges kosten 5. Also Türen und so weiter, andere Sachen sind bei den Blöcken. Genau. Und hier kann man dann seine Coins wieder rausholen, wenn man sie hier ausgeben möchte. Genau.
Hier gibt es die ultimative Challenge, die darf man natürlich nicht vergessen, Leute. Ich spawne Monster und man muss hier kämpfen und dann bekommt man am Ende Coins. Dann, Leute, ja, da oben kann man halt zugucken und da ist halt immer noch ein Eisbär. Okay. Wie ihr schon gesehen habt, war da ein Schneemann. Dazu kommen wir aber gleich. Das Lucky Block Race, Leute. Ja, Lucky Block Battle. Ja, eher gesagt. Denn, Leute, ich bräuchte jetzt eine Pickaxe. Jetzt, Leute, guck mal. Wenn ihr den hier abbaut, dann kommen da Sachen raus. Dann müsst ihr ihn wieder hin platzieren. Und dann kommt da noch was raus. Goldbarren, jetzt zum Beispiel. Dann macht er nochmal und so weiter. Denn es kommen immer verschiedene Sachen raus. Noch aus. Und dann, ja, bei dem Lucky Block Battle, dann bekommt man es, also dann wird es wieder aktiviert. Hier sind halt dann so Wohnräume, sage ich mal, und hier kann man dann halt kämpfen. Natürlich wird es noch erweitert, Leute. Natürlich ist der Server halt noch im Bau, aber ab heute ist er öffentlich. Ab heute kann man spielen, sage ich mal. Dann, Leute, erstmal weg mit den Sachen. Ich kann auch löschen. Genau, jetzt mal zu den Grundstücken, oder? Nein, wir kommen erstmal zu der Info. Hier geht es zu den Grundstücken, wie man es auch sieht. Das stimmt nicht wirklich, aber da steht halt, was es so gibt. Und jetzt, Leute, seid gespannt. Bed Wars. Es gibt zwei Maps gerade eben. Hier ist Wartezimmer, da sind die Regeln und da sind die Maps. Es gibt die Wolle-Map, da spielt man alle gegen alle. Und bei der Steinziegel-Map, da kann man 2 vs 2 machen oder 3 vs 3 oder doch auch 1 vs 1. Dann gibt es noch die Regeln. Bei der Wolle-Map darf man nur die Sandsteine und die Bette abbauen. Und bei der Steinziegel-Map darf man nur die Wolle und die Bette abbauen. Und jetzt kommen wir zu Skywars, Leute. Da ist dasselbe. Da gibt es bisher nur die Erz-Map. Da geht es alle gegen alle. Ganz normal. Und dann, da darf man halt die Erze und die Steine abbauen. Aber nicht die Map verlassen. Leute, man kann und sich wegporten. Ja, das letzte kommt noch. Denn das ist noch ein Bau. Weil da müssen noch die Kisten hin. Ich glaube, die Kisten waren ein zu heftiger Tipp. Und hier kommen die Grundstücke, Leute. Der Philipp und ich und andere haben natürlich auch noch Grundstücke. Hier ist meiner, Leute. Man muss sich natürlich die Gegenstände und die Blöcke kaufen. Bei meins Moonlight. Und hier ist noch ein Bau. Und ja. Meins ist noch nicht mal ein Grundstück. Ja. Jetzt kommen wir mal zu der Bad Wars Map. Zu der Wolle Map. Das ist die Wolle Map, Leute. Ja. Geht schon fit eigentlich. Hier hat man die Villager. Die sind hier tot. Okay. Ich glaube, die muss ich noch machen. Keine Ahnung, wie die gestorben sind, aber jawohl. Die sind einfach tot. Ja, nice. Mehr Arbeit für mich. Hier ist noch eine Bed Wars Map. Und hier ist noch eine Bed Wars Insel, nicht Map. Genau, und da ist die andere Map, Leute, die wurde erst gestern fertig gemacht. Ich glaube für euch dann vorgestern, weil die Folge dann. Hallo. Die Folge sollte dann am Samstag kommen, genau, Leute. Das ist dann die andere Insel und was geht, Luca? Genau. Hier kommen dann die Smaragde raus, womit ihr dann hier die Blöcke. Nein, die Pfeile und Bogen. Schreck, die ganzen Waffen, Monster womit ihr dann die, ja, genau hier die Wolle kaufen könnt. Und hier ist ein Eisenspawner. Mit dem Eisen könnt ihr euch natürlich Eisensachen craften. Und in der Mitte gibt es dann auch Dias. Und mit denen könnt ihr halt euch dann Dia-Sachen craften. Und das ist schon ein weiter Weg. Also insgesamt genau, also von hier geradeaus bis zur anderen Insel. Also bis nach dahin sind es 100 Blöcke, Leute. Ich habe es gezählt. Sieht nicht so aus, aber es ist so, Leute. Dann gibt es noch hier Skywars. Da kommen noch andere 4 Inseln. Ja, die sind auch noch im Bau, aber 4, also 4 Inseln sind schon mal da. Da ist eine Chest. Dann kann man hier ja die Erze abbauen. In den Öfen sind natürlich etwas. Und vielleicht ist hier unten ja noch etwas, wer weiß. Manchmal gibt es auch eine versteckte Chest, eine dritte, aber nur manchmal, nicht bei allen Inseln.
Da muss man dann halt Glück haben, Leute. Ich weiß auch gar nicht mehr, welche Inseln. Deswegen, ja. Kannst du mich mal kurz einladen? Ich mache gerade selber Vorstellung. Sorry, warte. Genau, Leute, es war sogar alles. Und ja, ich kläre mal ganz kurz auf. Das war Survival Games, genau. Survival Games, es wird die erste Map. Und zwar die Dorfmap, sag ich mal. Ja. Und jetzt, Leute, wie ihr hier reinkommt. Ihr müsst mir einfach eine FA senden zu Ender Player 1, 2, 3. Ich nehme sie an und dann kann man an unterschiedlichen Tagen, Zeiten, Stunden, Minuten, Sekunden hier drauf spielen. Das hat gerade ein bisschen komisch geklungen, aber YOLO. Und ja, Leute, willst du noch eine Bedrock-Runde machen? 1, 2, 1. Hast du Bock? Okay, dann. Ich habe hier genug Coins, von daher. Tschüss. Okay, dann tu mal deine Sachen einlagern und ich spawn dich bei deiner Insel. Und dann können wir noch eine saftige Runde Bad Wars machen, Leute. Kannst du mich mal kurz einladen? Lukas, tut mir leid, dass ich dich gestummt hatte. Okay, ja. Ist mir egal. Hast du deine Sachen eingelagert? Wo soll ich die? Ich mach die einfach in meiner Ender-Chest. Außerdem, ich habe eben die ganze Zeit Mobs getötet. Okay. Solange du Dings gemacht hast, Servervorstellung. 5, 4, 3. Okay, du kannst mich teleportieren. Warte, ich mag auch noch mitspielen. Es geht gerade nur 1 versus 1, weil wir die Steinziegel-Map haben. Sorry. Nächste Runde gehen wir auf eine andere Map, da kannst du dann mitspielen. Okay. Ich sag. Ich komme gleich wieder, ich muss mal was gucken. Enderplayer, wie macht ihr diese Maschine? Ich krieg sie nie hin. Ja, dafür muss man Redstone-Profi sein. Bei mir kommen keine Blöcke. Ja, die Blöcke musst du dir kaufen bei den Villager. Das sind Wolle-Blöcke. Und dann würde ich sagen, es beginnt. Wenn du noch überleben bist. Ja, und dann würde ich sagen, es beginnt. Okay, Workbench haben wir auch, Kisten auch. Okay, passt. Ich glaube, die Smaragde spawnen ein bisschen zu schnell. Ich brauche noch, also Essen kaufe ich mir selber. Ja, das kann ich mal einstellen, demnächst. Okay, Leute, erstmal Bogen besorgen. Ui. Okay. Dann nehme ich mal das hier. Equipen will ich mich noch eigentlich gar nicht. Zack. Oben sind auch welche. Also nur mal zur Info. Bist du schon in der Mitte? Nee. Okay. Ich dachte. Leute, immer sparsam sein. Kostet halt ein bisschen Emeralds, aber ja gut, egal. Zack, zack. Bin wieder hier. Okay. Okay. Kannst du mich mal kurz einladen? Bitte, bitte. Nur einladen. Ich kann doch wohl erstmal nur zugucken. Mach mich warte. Moderator, also nicht Moderator, nur kreativ. Ich gehe mit deiner Invisibility Potion. Zack, zack. Ah, ich baue mich gerade hoch. Kann man hier nicht die Sprache umändern? Keine Ahnung. Egal, Leute, nice. Wir sind schon fast bei dem Iron Spawner. Bist du schon in der Mitte? Nee. Ich bin gleich in der Mitte. Ja, das freut mich. Weil ich baue mich nur in der Mitte. Okay. Zack. Bisschen Wolle holen, Leute. Wie viel Wolle braucht man denn, um in der Mitte zu sein? 50, glaube ich. Aber dafür hat man ja 18 Dingenskirchen. Okay, zack. Nice, Iron, Leute.
Oh, Iron Leute. Iron Leute. Leute, die aus Iron bestehen. Okay, es spawnt ein bisschen langsam, das heißt, wir bauen schon mal ein bisschen was. Ich brauche noch so wenig Blöcke. Okay. Essen gibt's auch, also ja. Ja. Zack, nice. Ich habe mir schon Essen gekauft. Okay, ich noch nicht. Jetzt baue ich mich auch in die Mitte. Ich bin in der Mitte. Nein, da. Doch. Doch. Achtung. Sie hat die Dias, Leute. Nein. Ich habe 11 Dias. Was? 11 Dias waren da halt. Ich mach mir schon Rüstung. Helm. Boah, Leute, ich glaube, die ist gut equipped. Nein, das war nur 11, also ich könnte mir nur einen Helm machen. Ach so. Eine Brust auch, gell? Ja, ich habe gerade nicht daran gedacht, für eine Brust. Nie eine Brust. Eine Brust. Okay, wir haben jetzt Wolle, Leute. Wir bauen uns nicht in die Mitte. Vielleicht, Leute, vielleicht kommt auch bei Inner Player Modded Bad Wars, aber nur vielleicht. Denn ich kann ihn einen Spieler organisieren, der Modded Bad Wars hat. Und den lade ich gerade in die Party ein. Moin. Bitte nicht. Bitte nicht. Ach, mein Gott. Ich sterbe gleich, Mann. Was ist das? Hat jemand von euch einen PC? Nee. Oder einen Laptop? Ich hab ja. Meinst du UHC? Nee, einen PC. So. Ich habe UHC verstanden. Hast du UHC? Nein. Ich habe UHC. Okay. Ganz jetzt. Oh oh. Leute, oh, oh. Wir müssen nicht gut stürmen, ganz kurz. Ender Player. Ja. Das ist der Spieler, der die gemodderten Maps hat. Ich weiß, hast du doch gerade eben gesagt. Ja, und vielleicht kennst du ihn. Er hat einen richtigen. Das ist nur sein zweiter Account. Vielleicht hat er. Kennst du diesen Account? Er hat sein erster Account, heißt Yassin OSVH07. Kennst du den Account? Hallo. Weiß ich nicht. Ja, okay, egal. Auf jeden Fall hat er Modern Bad Wars. Bisschen Essen. Zack. Eaten. Ich stumm euch mal kurz. Okay. Ja, aber ein 1 gegen 1, da kannst du gerade nicht mitspielen. Ja. Zack, zack, zack. Bad Wars. Was? Leute, das mit den Blöcken ist wirklich nervig, aber es ist leider so. Och komm! Ja! Ups. Wir haben die Spawnpoints nicht gemacht. Oh, heftigste Vorbereitung. Wir sind jetzt geschlafen. Ja, dann geh mal schnell und lass schlafen. Heftigste Vorbereitung. Oh. Dann kurz friedlich. Oh, ich hab vergessen, das zu bauen. Okay, jetzt okay. Dann machen wir jetzt mal normal. Zack. Zack, okay. Smaragde. Zack. Boah, ich hab so viele Smaragde. Kann sein. Okay, ich bin okay. Ich brauche nur noch Tierschuhe, dann bin ich voll leer. Das gibt's nicht. Oh mein Gott. Okay, jetzt Leute. Bist du noch in der Aufnahme in der Player? Ja. Jetzt kommt das Beste. Warum denn? Das wirst du gleich sehen.
Jetzt bist du Full Deer, ne? Ich bin Full Deer! Mit einem Deer-Schwert. Das hast du nett gemacht, oder? Oh oh. Weg hier, weg hier! Och Mann. Wenn du mich einmal hättest, dann ist vorbei. Okay Leute, jetzt müssen wir mal Gas geben. Okay. Zack. Schräge nach hier. Ich bin wieder full. LOL, dein Schwert ist besser als meins. Hi. Okay, Leute, ich glaube, das war gerade richtig schlecht. Aber was soll's. Okay. Och Mann, was ist das? Hi. Okay, hä? Mann, was soll ich jetzt machen? Wir sind gerade mitten in der Runde. Das war keine gute Idee, sich zu bauen. Ich habe nur... Ach, was sollen wir denn da machen? Jetzt baue ich einfach mal ein Bett zu. Ey, das ist auch fett. Flieg, du fliegst. Hey, ich flieg nicht. Tita. Hey, ich flieg gar nicht. Achso, du bist auf der Plattform. Hä? Du bist auf der Plattform. Sorry, ich dachte, du fliegst. Eins, zwei, drei. Okay, Leute, wir bauen jetzt unser Bett zu, ja? Deswegen müssen wir jetzt. Ich gehe jetzt auch zu meinem Bett und baue dazu. Mal gucken. Bett war's. Zack. Okay. Okay, jetzt mal gucken. Warte, ich glaube, das war ein Fehler. Ich kauf mir jetzt ein paar Blöcke. Leute, ich glaube. Mein Bett ist sehr gut eingebaut, muss ich sagen. Oh, oh Leute. Komm doch. Nö, sonst schießt du mich ja runter. Nein, ich hab gar nichts. Ich hab nur ein Schwert. Glaub ich dir nicht. Und eine Schere. Hätte ich mich doch nur wegbauen können. Oh nein. Oh nein. Oh Mann. Das gibt's nicht. Jetzt komm halt her, ich kann nichts machen. Komm du doch. Ja, ich kann ja nicht. Ich habe keine Blöcke. Das ist immer ein Versuch wert. Ja, ich habe keine Blöcke. Ja, guck mal, bei mir ist doch schon ein Weg. Ja, ich kann nicht rüberspringen, das ist zu weit weg.
komm. Nee, ich muss mein Bett einbauen. Sorry. Okay, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Oh nein, was soll ich jetzt machen? Komm doch, ne? Schatz, es ist wert. Ich habe keine Blöcke. Ja, dann kommst du bei mir rüber. Jetzt mach jetzt. Nein, was schießt du mich runter? Nee. Ja, was soll ich sonst tun? Und ich will meine Dia-Rüstung behalten. Leute, wir versuchen es, kommt. Was seht ihr was von? Oh mein Gott. Es hat einfach ausgereicht. Aber ich komme jetzt nicht weiter. GG. Oh, ich komme nicht weg. GG. Ich dachte, du willst zu mir kommen. Nee. Willst du nicht mein Bett abbauen? Ja, ich kann ja nicht mal rüber. Warum? Hast du die Blöcke abgebaut? Ja. Jetzt komm, mach was. Die Zuschauer werden gelangweilt. Zuschauer, bitte nicht. Zuschauer, ich baue mein Bett ein. Ich will meine Rüstung nicht verlieren. Guck, ich sagte doch, ich schaff's nicht. Hä? Egal, ich geb auf. Hab gewonnen. Egal, Leute, dann würde ich sagen, das war's dann mit dem Video. Wenn ihr mehr haben wollt, dann lasst unbedingt mal einen Daumen hoch da. Die Bad Wars Runde war auf jeden Fall richtig gefällt. Aber Leute, wenn euch der Server gefällt, dann schickt mir einfach eine FA und schreibt, ja, ich will auf deinen Server zocken. Dann würde ich sagen, das war's dann mit dem Video. Haut